was dein Geburtsstein über deine Persönlichkeit aussagt. Edle Begleiter felsenfest an deiner Seite. Jeder Monat des Jahres wird einem bestimmten Edelstein zugeordnet. Einen dieser 12 Preziosen dürfen wir dann als unseren Geburtsstein bezeichnen. Er soll besondere Auswirkungen auf unser Leben haben und wir dürfen uns im Gegenzug mehr zu ihm hingezogen fühlen als zu allen anderen. Wer an die Macht der Steine glaubt, wird daher immer einen speziellen Favoriten im Schmuckkästchen haben. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast die 12 Geburtssteine vorstellen und welchen Einfluss sie auf dich und dein Leben haben können. Nummer 1. Januar, der Granat. Das Kalenderjahr beginnt tiefrot und von magischen Lichtreflexen durchzogen. In antiken Schriften nannte man den Geburtsstein der Januargeborenen auch das führende Licht. Den Menschen, die zu ihm eine besondere Bindung spüren, werden großes Mitgefühl und Empathie attestiert. Allerdings sind sie auch ehrgeizig und würden sich aufgrund dieser Kombination hervorragend als Führungspersönlichkeit eignen. Nummer 2. Februar, der Amethyst. Der lila Edelstein gilt als einer der bedeutendsten Heilsteine, die wir kennen. Wer ihn als seinen Geburtsstein trägt, darf sich über Schutz vor dunklen Mächten freuen. In der Gegenwart bedeutet dies auch, dass diese Personen dank seiner Hilfe weniger anfällig für psychische Erkrankungen und missgünstige Attacken aus ihrem Umfeld sind. Der Amethyst sorgt außerdem für eine spirituelle Seite, die uns Stärke und Zuversicht verleiht. Nummer 3. März, der Aquamarin. Himmelblau geht es für die Märzgeborenen zur Sache, wenn die Rede von ihrem Geburtsstein ist. Der fröhlich wirkende Aquamarin sorgt für gute Laune und hebt die Stimmung in allen Lebenslagen im Nu. Früher galt er als verlässlicher Talisman, der die Seefahrer vor Stürmen und anderen Herausforderungen schützen sollte. Er verleiht seinen Menschen nach wie vor ein hohes Maß an Integrität und stellt die Ehrlichkeit an erster Stelle. Nummer 4. April, der Diamant. Unvergänglich und robust, so zeigt sich der Diamant als Schmuckstein. Sogar Hildegard von Bingen schätzte ihn bereits, da er den Teufel dank seiner Härte in die Flucht schlagen würde. Seine Fähigkeit, das Licht auf ganz besondere Art und Weise zu brechen, sagt schon viel über ihn als Geburtsstein aus. Die Menschen, die er zeitlebens begleitet, sind vielseitig und sehr talentiert. Sie wissen genau, was sie möchten und wo ihr Weg sie hinführen soll. Kompromisse sind ihre Sache nicht. Für sie gilt stets, nur das Beste ist gut genug. Nummer 5. Mai, der Smaragd. Der dunkelgrüne Edelstein mit der besonderen Tiefe steht für Weitblick und dafür, immer hinter die Kulissen zu blicken. Wer den Smaragd als Geburtsstein hat, darf sich über besonderes Feingefühl im Umgang mit Menschen freuen und wird häufig als Friedensstifter und Vermittler aktiv. Der hohe Grad an Motivation, der den Smaragdmenschen eigen ist, lässt sie ihre Ziele beharrlich und konsequent verfolgen. Als Heilsteine sind sie Alleskönner, die den Genesungsprozess beschleunigen können und besonders die Entgiftungsorgane Leber und Galle reinigen. Für die Psyche bedeutet das, der Smaragd gibt Gift und Galle keine Chance. Nummer 6. Juni, die Perle. Sie steht für Vollkommenheit, Reinheit, Weiblichkeit und puren Luxus. Eine perfekt geformte Perle ist vermutlich eines der schönsten und makellosesten Schmuckstücke, die wir Menschen uns nur wünschen können. Als Geburtsstein genießt sie daher auch einen Sonderstatus. Diese Menschen sind eins mit der Natur. Sie pflegen ihre Beziehungen mit großer Umsicht und ziehen Harmonie jedem Streitgespräch vor. Neben Geduld und Bescheidenheit ist es vor allem ihr Sinn für Humor, der ihre Mitmenschen in ihren Bann zieht. Nummer 7. Juli, der Rubin.
Dunkelrot, fast schwarz kann ein Rubin in Erscheinung treten. Es galt lange Zeit als Vorrecht des Adels und des hohen Klerus, sich mit diesem Edelstein zu schmücken. Als Geburtsstein bringt er viele positive Eigenschaften mit sich. Seine Menschen legen Durchsetzungsvermögen und Stärke an den Tag. Sie halten sich nie mit leeren Versprechungen oder Worthülsen auf, sondern schreiten zur Tat. Das tiefe Rot steht für Leidenschaft, die in ihnen schlummert. Manchmal nehmen die Gefühle überhand. Nummer 8. August, der Peridot. Diesen Geburtsstein zeichnet seine sanfte, hellgrüne Farbe aus, die in dieser Reinheit nur selten unter den Edelsteinen anzutreffen ist. Einer seiner vielen Beinamen lautet Lichtbringer. Strahlt ihn die Sonne an, reflektiert er nicht nur ihre Leuchtkraft, sondern auch ihre Wärme. So besonders wie der Stein sind auch seine Menschen. Zuversicht und ein sonniges Gemüt bringen sie mit. Der Peridot bietet Schutz vor dem bösen Blick und psychischer Unausgeglichenheit. Das helle Strahlen des Peridot symbolisiert das Licht der Welt, das diese Geburtstagskinder unter die Menschen bringen. Nummer 9. September, der Saphir. Der blaue Saphir wirkt mystisch und geheimnisvoll. Seine Tiefen sind nur schwer zu ergründen und Licht reflektiert er so gut wie keines. Dieser Umstand zeigt schon ganz deutlich, dass Menschen dieses Geburtssteines klare Verhältnisse bevorzugen. Das Vielschichtige ist ihre Sache nicht. Als Führungskräfte agieren Saphir-Menschen umsichtig und klar strukturiert. Privat schätzen sie Verlässlichkeit und zeigen eine stark ausgeprägte Liebe zum Detail. Diese kann sich unter anderem in einem wahren Elefantengedächtnis zeigen, welches nichts vergisst. Nummer 10. Oktober, der Opal. Er schillert in allen Farben des Regenbogens und zählt als Schmuckstein zu den echten Alleskönnern. Der Opal steht für Vielseitigkeit, da er einer der wenigen Edelsteine ist, der die gesamte Farbpalette vorweisen kann. Damit einhergehen Kreativität und Spontanität. Wer mit dem Opal als Geburtsstein bedacht wurde, bleibt selten lange unbemerkt. Diese Menschen haben das magische Glitzern ihres Edelstein-Totems verinnerlicht. Sie besitzen außerdem die besondere Gabe, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Außerordentliches leistet der Opal im Hinblick auf unsere Psyche. Er soll in der Lage sein, Depressionen zu bekämpfen und Blockaden zu lösen. Außerdem helfen diese illustren Edelsteine gegen mangelnde Motivation, Antriebslosigkeit und seelische Erschöpfungszustände. Nummer 11. November, der Topas. Auch dieser Geburtsstein glänzt durch Vielseitigkeit und ein buntes Farbenspiel. Die Erde schenkt ihn uns in Blau, Lila, Rot, Gelb, Braun und farblos. Doch seine Menschen sind alles andere als wankelmütig oder unentschlossen. Sie haben gerne einen klaren Plan vor Augen und schätzen geordnete Verhältnisse. Loyalität, Geduld und ein hervorragendes Konzentrationsvermögen sind die Stärken der Topaskinder. Manche nennen sie sogar Glückskinder, weil ihnen alles spielend leicht zu gelingen scheint. Als Familienmenschen sind sie die Verlässlichkeit in Person. Im Beruf kann es sein, dass ihre klaren Vorstellungen nicht immer auf Verständnis und Gegenliebe stoßen. Nummer 12. Dezember, der Türkis. Das Jahr endet mit einem Edelstein, der das Sinnbild für gute Laune, Frieden und Harmonie repräsentiert. Der sanfte Türkis kann in kräftigen Farbnuancen auftreten, sich aber auch ganz bescheiden im Hintergrund halten. Als Geburtsstein macht ihn diese Flexibilität zum idealen Begleiter für seine Menschen. Diese zeichnen sich durch besondere Anmut, aber auch Weisheit und vorausschauendes Denken aus. Viele Menschen suchen Rat bei ihnen. Diese Rolle übernehmen sie gern, doch sie verfolgen auch recht beharrlich ihre eigenen Ziele.
Manchmal schießen sie darüber hinaus, doch die Ergebnisse sprechen für sich. Unser heutiges Fazit: Der Glamour-Faktor für jeden Monat. Wer sich zu Heilsteinen magisch hingezogen fühlt, sollte seinem Geburtsstein den Vorzug geben. Meist ist es aber ohnehin so, dass wir uns, wenn wir die Wahl haben, einen Edelstein erwählen, der von spezieller Bedeutung für uns sein wird. Steine und Menschen verbindet seit jeher ein Zauber, der mit Worten nur schwer zu erklären ist. Ihre Wirkung jedoch spricht für sich. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.